Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Cave Story. Ja, letztes Mal haben wir ein bisschen in der Grass Zone gefailt und sind die ersten vier Male gestorben, glaube ich. Und ich habe diese Gummimasse, die wir letztes Mal verloren haben, habe ich jetzt wieder geholt. Und jetzt gehen wir erstmal zu dem guten Malko, oder wie er hieß, Molko. Ich brauche dich, um das Bombenmaterial zu sagen, wenn Kohle, Quallensaft und Gummimasse. Ich mache dir eine Bombe, sobald du dich... Hab ich doch. Hä? Quallensaft, Gummimasse. Ich mache dir die Bombe, sobald du das Bombenmaterial bringst. Was habe ich denn jetzt noch nicht? Gummischüsse, Quallensaft, Kohle. Oder möchte er ein... Also entweder möchte er eine richtige Kohle-Dings-Kack-Scheiß-Bums. Also hier mit richtig Kohle und so was, ne? Hatte ich das schon gemacht? Ich glaube ja. Bums, bums, bums. Bums, bums, bums. So, was gibt's hier? Das hatten wir schon. Bam, 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 bam. Und bam. So. Gehen wir nämlich jetzt doch hier hin. So, und hier ist nämlich ein Typ. Lass mich dir einen Tipp geben. Halte die Sprungtaste gedrückt, um höher zu fliegen. So, genau, da kommen wir dann nämlich auch mit hier hin. Dann speichern wir hier nochmal. Warum hat es jetzt gerade so geleckt? So, hier muss man das so machen. Da können wir jetzt eigentlich noch hin, aber ich habe es natürlich nicht hingekriegt. Wow, ich bin so gut. Und ich versuche heute relativ eine relativ geringe Sterberate zu haben. Ich benutze den Gummischlüssel. So. Und hier haben wir jetzt nämlich Schatz zu öffnen, Gummimasse bekommen. Genau. So war das nämlich, genau. Misery, du... Oh. Wir treffen uns wieder. Erinnerst du dich an mich? Wahrlich, in dem Mimilka-Dorf. Es ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber... Bist du ein Soldat von der Oberfläche? Ich wusste gar nicht, dass von euch noch welche übrig sind. Oh, Balrog. Hallöchen. Misery, pass auf, er ist ein Kämpfer. Sogar stärker als ein Mimiga. Was du nicht sagst. Soldaten sind deine Aufgabe. Komm zurück, wenn er zerstört ist. Ach, Scheiße, wie war der denn? Wie ging der denn? Wo muss ich den denn treffen? Ja, so war das. Aber den konnte man auch relativ schnell so besiegen. Autsch. So. Bams, 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 bams. So. So, dann nehmen wir das mal mit. Und springen hier hin. So geht er auch relativ schnell. So. Wow. Was macht er hier? Oh. Bravo. Rubble, rubble, rubble. Unbesiegt. Geil. Der arme Balrog ist jetzt schon zum dritten Mal gestorben. Durch uns. Also besiegt worden. Balrog besiegt. Wir haben ihn ja noch nicht getötet. So. Das für ein kleines bisschen Gummimasse getan jetzt hier. Wow. Nein. 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 Wie dumm kann man sein? Wie dumm, bitteschön, kann man sein? Wie dumm. Ich muss mir das jetzt... Scheiße, jetzt ist da gerade noch was runtergefallen. So. Das ist jetzt schon Nummer 5 gewesen. Ich versuche, so wenig wie möglich zu sterben. Ach man, das ist ärgerlich. Benno, der Gummischlüssel. Dann werde ich dann gleich danach speichern mal. Schatz zu öffnen, Gummimasse bekommen. Ich hoffe mal, dass das jetzt, was die jetzt labern, nochmal wegdrücken kann.
Oh, bla 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 bla. Bist du ein Soldat von der Oberfläche? Wusstest du gar nicht, dass es von euch noch welche gibt? Bla 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 bla. Misery, pass auf, wer ist ein Kämpfer? Solange du bla. Ah, das ist deine Aufgabe. Komm zurück, wenn er zerstört ist. Krog. So, ich nehme mal gleich das hier. Beziehungsweise nehme ich das hier. Bams, 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 bams. So. So. Hüp. Bums, bums, bums. Bam, 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 bam. Hallo. Danke, dass du triffst. Wow, das war knapp. So, dann. Komm. Hüpf. Bam, bam, bam. Yay, auch besiegt. Schon wieder. Yay. Armer Balrog. Armer Balrog, armer Balrog. Balrog besiegt. Mal wieder. Zum zweiten Mal dieses Mal. MT, schade. So, dann machen wir es nämlich jetzt folgendermaßen. Springen wir hier lang, wird zu speichern. So. Und dann machen wir uns. Üpf, wie düpf. Erstmal in Richtung hier lang. Wow. So. Level up. Und jetzt können wir die Bombe bauen, glaube ich, ne? Jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir die Gummimasse. Wir haben die Kohle. Wir haben den Quallensaft. Wow. Das war merkwürdig. Bam, bam. Und das nehmen wir auch noch mit. Und dann können wir das schaffen. Das schaffen wir ganz sicher. Hast du alles gefunden? Oh, die Kohle, oh, der Quallensaft, oh, sogar die Gummimasse. Dann lass uns beginnen. Es ist fertig. Bombe bekommen. Ah, oui. Ah, ich bin französisch. Los, spreng die Tür. Okay. Bevor wir die Tür sprengen, möchte ich aber noch etwas machen. Nämlich möchte ich speichern. Beziehungsweise erstmal meine HP auffüllen. Und dann speichern. Weil das mir schon ziemlich wichtig ist. Bam. Wow. Ach, leck mich doch. So. Und zwar legen wir jetzt die Bombe hier hin, platzieren sie. Und im Unterschlupf ist Kazuma. Und die Tür ist auf. Wuhu! Du hast es geschafft. Ich wusste gleich, als ich dich das erste Mal gesehen habe, dass du es schaffst. Jedenfalls, mein Name ist Kazuma Sakamoto. Du kannst mich natürlich Kazuma nennen. Das ist in Ordnung. Ich bin so froh, dass ich dem Doktor entkommen konnte. Aber unglücklicherweise hat mich mein Teleporter hierher gebracht. Ich dachte, ich würde verhungern. Ich verdanke dir mein Leben. Oh, übrigens, du kennst nicht zufällig das Mimikadorf, oder? Su? Du hast Su getroffen? Ah, verstehe. Du bist an Sus Stelle gekommen, um mich zu finden. In Ordnung, dann führe mich in das Dorf. Hä? Oh, wer bist du denn? Kaduma! Professor Booster! Sie leben! Ja, mehr oder weniger. Und wie geht es Su? Geht es ihr gut? Sie ist im Mimiga-Dorf. Dieser junge Kerl wollte mich gerade dorthin hinführen. Dab-dab-dab. Oh, kennt ihr euch schon? Nein, nein, haben uns doch nie gesehen. Egal, wir müssen uns beeilen, um zu finden. Der Doktor hat damit begonnen, die Mimigas einzusammeln. Es scheint, als wäre er sich der Bedeutung der roten Blumen bewusst geworden. Aber so, sie werden die roten Blumen an zu, werden die roten Blumen zu auch beeinflussen? Genau wie die anderen Mimigas? Kazuma, der Doktor hat begonnen, die Mimigas einzusammeln. Du weißt, was das bedeutet, oder? Sie meinen den Krieg? Genau. Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn aufhalten. Ihn aufhalten? Aber wie? Ich habe eine Idee. Vorerst lasst uns schnell zu Schuh gehen. Dann werden wir sie reden. Und du auch. Komm mit. Okay. Oh, wir haben einen Speicherpunkt hier und
Nochmal HP und Raketenauffüller. Typ B, da. Speichern möchten wir. Also, junger Mann, kannst du uns zurückführen? Kazuma. Ja, Herr? Kannst du das bedienen? Warum habe ich schon eine dämliche Stimme? Ich glaube, das kann ich. Das ist... Wey, geil! Es lässt sich nicht prüfen! Ja. Damit sind die beiden weg. Fürs Erste. Ich weiß gar nicht, ob sie wiederkommen. Ich glaube aber eher nicht. Ich bin mir nicht sicher. Da 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 da. Als ich das erste Mal hier dann wieder zurückgegangen bin, bin ich so fucking oft gestorben. Wow! Ja, und jetzt natürlich auch, weil es gelaggt hat. Das ist sehr, sehr toll. Tod Nummer 6. Natürlich wollen wir es nochmal neu versuchen. Weil ich möchte versuchen, dieses Wochenende, heute ist der 25. November, ich möchte dieses Wochenende versuchen, das Spiel zu beenden. Ich weiß, das klingt ziemlich scharf, weil wir jetzt vielleicht beim ersten Sechstel oder so sind. Ich weiß es nicht. Ersten Viertel, ersten Sechstel, keine Ahnung. Es wird sich nicht bremsen und es laggt schon wieder. Warum auch immer. So. Noms. Wow, 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 wow. So. Autsch. Warum laggt dieser Scheiß denn hier so oft? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Oh, und ich hätte so gerne die Waffe, die nach dem Polarstern kommt. Was? Nein! Ich hab doch die Y-Taste. Nummer 7. lol. Boah, ich war lustig, oder? Es lässt sich nicht bremsen. Bla, Kazuma. Ja, ja. Bla, wann's das bedient? Nein, kann ich nicht. Da, ja, das kann ich. Bla, ich glaube, das kann ich. Bla, es lässt sich nicht bremsen. Gleich kommt das. Und zwar... Bremse-e-e-e-e-en. Warum lädt das denn die ganze Zeit eigentlich? Also, nicht die ganze Zeit, aber immer mal so... So ein paar Frame-Einbrüche gibt's hier. War bei den ersten zwei Aufnahmen komischerweise nicht so. So. Ich bin übrigens jetzt zum zweiten Mal an der gleichen Stelle gestorben. Das muss man auch erstmal schaffen. So. Hier können wir leider nicht mehr lang. Aber dafür können wir jetzt hier lang. Und wir können auch immer wieder zurück. Das heißt, wir müssen uns nicht Quallensaft holen. Und in Chacos Haus gehen. Wie sieht Chaco? Er, sie, es. So. Warum laggt das denn so? Das regt mich total auf. Das kotzt mich voll an. So. Bam. 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 Ach, leckt mich doch. So. Was ich jetzt machen wollte, ist für die neue Waffe, die wir bekommen können, erstmal hier uns noch ein bisschen Quallensaft holen. Warum laggt das denn so? Ich könnte kotzen. So, Schatztruhe öffnen. Und zwar Quallensaft haben wir jetzt gefunden. Das ist sehr schön. So, besiegen wir diese Viecher. So. Hüpf. Bam. Da möchte ich bitte hin, aber ich schaff's nicht. Ba da 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 da. So, hier ist das Moped, was sie zerschrotet haben. So, willst du zu Arthurs Haus? Ja, möchte ich. Da 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 da. Also sind wir Waffen? Genau. Der Doktor will die roten Blumen verwenden, um die Menschen anzugreifen. Warum will er das machen? Dieser Mann ist wie ein Dämon.
Und er wird diese Blumen an Toroko verwenden? Sobald ich das beurteilen kann, ist er immer noch auf der Suche nach ihnen. Nach ihnen. Wir können nur hoffen, dass er sie nicht findet. Wenn er die Blumen findet, Toroko, sie würde wild werden. Eine Waffe des Todes. Ich werde nicht zulassen, dass das passiert. Okay. Aber da kommt der Doktor an. Oh. Geht es Ihnen gut? Mein Leben ist vor meinem Auge vorbeigezogen. Kazuma! Und Professor Booster! Oh. Dir geht es also gut. Naja, mehr oder weniger. Und da ist der King noch dahinter. Wer ist dieser Mimiga? Das ist der König. Ein Freund von mir aus dem Dorf. Früher gab es ja viele Mimigas. Fast alle von ihnen wurden von den Handlangern des Doktors mitgenommen. Sogar der König hat schon bla irgendwas verloren. Keine Ahnung, hab grad weggedrückt. So, reden wir mal mit ihm. Danke für deine Hilfe. Unser Fahrzeug hat es nicht geschafft. Aber immerhin haben wir es geschafft. So. Die Pläne des Doktors verlaufen genau nach Plan, wenn wir nicht bald etwas machen. Dann willkommen zurück. Sieht so aus, als würde ich dir etwas schulden. Mit der Hilfe von meinem Bruder sollten wir in der Lage sein, das Passwort für das Ei schnell herauszufinden. Booster, können wir diesen kleinen Typen mit uns nehmen, wenn wir gehen? Professor. So, meine Liebe, wir müssen unsere Flucht unterbrechen. Der Doktor hat die roten Blumen gefunden. Was? Er hat sie noch nicht bekommen, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Das Gebiet ist die Sandzone. Die Blumen sind anscheinend irgendwo in der Sandzone zu finden. Die Sandzone? Du meinst, dass wir dort den Doktor finden? Naja, eher einen seiner Diener. Wenn wir die Blumen nicht zerstören, bevor sie in die Finger bekommen. Aber die Sandzone ist extrem gefährlich. Selbst wenn wir die wilde Reise überstehen, gibt es keine Garantie, dass wir lebend zurückkommen. Geben Sie auf? Eigentlich nicht. Gibt es einen von uns, der perfekt dafür geeignet wäre? Das bist du. Wer ist er? Um genau zu sein, dies ist einer der bewaffneten Erkundungsroboterren. Robotern, die vor 10 Jahren auf diese Insel geschickt wurden. Ein Roboter? Mein Eindruck war, dass sie vollständig ausgelöscht wurden, aber die Einzelheiten weiß ich nicht. Es ist durchaus möglich, dass einer von ihnen... Professor, ich bin mit der Sandzone verbunden. Verstehe. Du bist am besten geeignet, um diese Insel zu erkunden. Bitte, hilf uns. Um die Sandzone. Ja, wir helfen denen natürlich auch gleich. Aber vorher möchte ich mir etwas holen. War das hier? Nee, war es nicht. Das war da irgendwo. So. So, hier ist nämlich der Aufenthaltsraum. Und hier gibt es nämlich Feuer. Willst du den Quallensaft benutzen? Natürlich. Du findest etwas in der Asche. Sprudler! Bubbles, das ist voll geil. Man hat 100 Blasen, die man insgesamt verschütten kann. Auf der ersten Stufe ist es noch ziemlich kacke, weil dann muss man jedes Mal drücken, um eine Blase zu holen. Aber zum Schluss ist diese Waffe richtig cool. Die macht hier richtig Laune. So, dann gehen wir mal. Ein Teleporter, nee, nicht zum Eierkorridor. Und zwar wollen wir zur Sandzone. Und zwar wollen wir zur Sandzone, ganz genau. Jump. Und wir sind... Sandzone.